Klaus-Rainer Jakisch in Frankfurt am Main. Wie ist denn die Entscheidung heute ausgefallen? Ja, die Entscheidung ist im Wesentlichen so ausgefallen wie erwartet. Das Zinsniveau bleibt genauso wie vorher. Das heißt, es gibt weiterhin keine Erhöhung. Die Leitzinsen bleiben bei Null. Hier gibt es also überhaupt keine Entwicklung. Das war aber in der Tat auch so damit gerechnet worden. Was das Anleihekaufprogramm anbelangt, da gibt es einige Veränderungen. Es war ja ein besonderes aufgelegt worden wegen der Coronavirus-Krise. Das nennt man PEP und umfasst rund 1,85 Billionen Euro. Dieses Programm läuft jetzt seit knapp zwei Jahren und ist ja vor allen Dingen dafür aufgelegt worden, um der Wirtschaft zu helfen in dieser Krise, um genug Liquidität zur Verfügung zu stellen. Und es war immer geplant, dass dieses Programm im März kommenden Jahres auslaufen wird. Und genau so hat es die Europäische Zentralbank nun auch entschieden. Es wird tatsächlich dann im März auch auslaufen. Aber das bedeutet nicht, dass die Anleihekäufe nun gänzlich gestoppt werden. Nein, im Gegenteil. Es gibt ja auch noch ein anderes Programm, nämlich das, was immer noch aus der Finanz- und Eurokrise übrig geblieben ist und in den ganzen Jahren weiterhin gelaufen ist, wenngleich im verminderten Volumen, nämlich ein Anleihekaufprogramm, bei dem die EZB jeden Monat auch zusätzlich zum PEP-Programm 20 Milliarden Euro in Anleihen investiert und diese kauft. Dieses Programm soll im gesamten kommenden Jahr nun weiterlaufen und es soll in zwei Quartalen dieses Jahres auch nochmal deutlich aufgestockt werden. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, werden im kommenden Jahr ohne den Rest von PEP noch einmal 330 Milliarden Euro in Anleihen investiert. Und das ist schon ein recht hoher und signifikanter Betrag, der zeigt, dass die EZB insgesamt an dieser ultralockeren Geldpolitik festhält und ihr Anleihekaufprogramm zwar in der Gänze etwas reduziert, aber doch weiter auf vollen Touren fahren wird. Wie sind denn diese Entscheidungen der EZB zu verstehen? Was für ein Signal will sie damit senden? Also das Signal ist ganz eindeutig. Zum einen, man steht eben bereit, in der Corona-Krise, bei der man ja nicht genau weiß, welche Wendung sie weiter nimmt, eben der Wirtschaft zu helfen. Man steht aber auch bereit, entsprechend Liquidität den Unternehmen und den Banken zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet allerdings in der Kehrseite auch, dass die Zinsen nicht angehoben werden, denn die Europäische Zentralbank hat immer deutlich gemacht, bevor das Anleihekaufprogramm nicht abgeschlossen ist, wird es auch keine Zinserhöhung geben. Und EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat auf der Pressekonferenz, die vor etwa einer Stunde zu Ende gegangen ist, auch deutlich gemacht, dass es im kommenden Jahr keine Zinswende geben wird. Das hat sie ganz ausdrücklich gesagt. Und das ist natürlich eher eine schlechte Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger in der Eurozone, die ja darauf hoffen, dass es nun doch endlich bald wieder zumindest leicht höhere Zinsen gibt. Also eine klare Absage, damit wird auch im kommenden Jahr es wohl nichts werden. Auf der anderen Seite der Ozeane, in den USA und auch in Großbritannien, wird die Geldpolitik ja geändert. Schafft diese unterschiedliche Herangehensweise jetzt vielleicht am Ende Probleme? Ja, auf jeden Fall. Das muss man schon so sehen, auch wenn die EZB das natürlich weit von sich weiß. Es ist in der Tat so, dass die amerikanische Notenbank ja gestern deutlich gemacht hat, dass sie ihr Anleihekaufprogramm auslaufen lassen wird im kommenden Jahr und die Zinsen wieder anheben wird, vermutlich in drei Schritten sogar. Die britische Nationalbank, sie hat heute die Zinsen angehoben von 0,1 auf 0,25%. In Australien und Kanada ist die Geldpolitik schon vor einigen Wochen und Monaten gestrafft worden. Also alle westlichen Nationalbanken, sie haben ihre Geldpolitik geändert oder sind dabei. Lediglich die EZB tut das nicht. Und das dürfte mittelfristig doch zu deutlichen Spannungen auch an den Finanzmärkten führen. Vielen Dank, Klaus-Rainer Jakisch, für diese Information und Erklärung nach Frankfurt.